Tüdelü, hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Tag 5, heute hat der Elliot Geburtstag. Ich hoffe, den finde ich auch. Morgen ist auch wieder schönes Wetter. Ich nehme gleich mein Geschenk für den Elliot mit. Der mag Blaubeeren oder Mayo. Ich glaube, ich nehme mal Mayo. Dann muss ich hier auch noch ein bisschen was verräumen, sehe ich gerade. So. Da kann man auch wieder was zum Einschmelzen packen. So. Und dann habe ich gestern schon wieder vergessen, die wieder reinzuschicken. Natürlich. Ein Hirn wie ein Sieb. Weil ich aber auch immer so spät ins Bett gehe, ne? So, dann schaue ich erstmal zu den Fledermäuschen. Die haben mal wieder nichts. So, dann werden halt die Tierchen geflauscht. Das hat aber noch nicht erwachsen, nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber innen drin müsste die Robin sein. Jawohl, die arbeitet schon schön fleißig. Futter haben sie auch noch drin. Oh, aber ich glaube, diesmal fehlt ein Ei. Tja, ich sollte halt mal dran denken, die blöde Tür zuzumachen. So. Dann geht's mal wieder in die Gießerei. Sollte schon wieder was reif, jawohl. Was. Ob ich dafür allerdings extra neue kaufe? Was habe ich denn jetzt hier noch? Genau, ich habe ja noch Sonnenblumen. Kommen die dafür rein? So. So einfach ist es. Ich glaube, die kann ich direkt einlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hatte ich da nicht noch irgendwo welche? Nö. Das bilde ich mir wohl ein. Ich glaube, das Gras hier möchte auch mal wieder ein bisschen gestutzt werden. So. Gut, dass man das Zeug anscheinend mit der Sense nicht kaputt machen kann, ne? Wirklich blöd. Ich habe trotzdem irgendwie jedes Mal Angst, wenn ich das mache. Nee, das haben sie anscheinend ganz gut gemacht. Da dachte ich mir doch, irgendwie hat es das doch nicht gegossen. So, ich habe nicht mehr allzu viel Geld, weil ich ja den Stall in Auftrag gegeben habe. Was mache ich denn dann heute Schönes? Theoretisch müsste ich wahrscheinlich wieder Holz und sowas besorgen. Ich habe ja doch so ziemlich alles aufgebraucht, ne? Und ansonsten, die Mine steht natürlich auch noch. Wie viel kostet denn jetzt eigentlich nochmal so Sprinkler? Ah, Eisen und Gold. Ein bisschen was davon hätte ich eigentlich noch. Die Gießkanne müsste... Ja gut, dann müsste ich die Gießkanne nicht so bald ausbauen, ne? Mal schauen, wie viel ich gleich noch bauen kann. Ah gut, die Spitzhacke müsste ich ausbauen. Die Axt wäre natürlich auch nicht schlecht, muss aber auch nicht sein. Aber die Spitzhacke wäre schon relativ hilfreich, ja. So.
gegossen ist jetzt erstmal. Na, von den Quarzteilen habe ich natürlich nicht viel. Dann ändern wir das doch mal. Der Sebastian, hatte der schon zweimal die Woche? Ja. So. Das kann weg. Dann schaue ich mal nach dem Elliot. Dann gehe ich, denke ich, mal in die Mine. Ich könnte auch endlich mal das eine Teil bei Gunther abgeben. Hallo Gunther. Ich habe hier was für dich. Wobei, das wird mir hier oben irgendwie besser gefallen. Warum auch immer. So, wenn ich schon hier bin, wird wieder ein Büchlein vorgelesen. Highlights from the Book of Joba. Before time, there was only the endless golden light. The light called out to itself, Joba. Joba wanted more. Joba swirled the golden light into a vortex. Joba swirled and swirled until a hole formed into the eye, in the eye of the vortex. From this hole sprang a seed. Joba smoothed the golden light. Joba smoothed, and the light became soil. Into the soil, Joba planted a seed. The seed sprouted, and behold, a vine sprung skyward, twisting and probing, casting a writhing shadow onto the golden void. After 11 days, the vine bore fruit. Joba, with knowing wisdom, peeled the tough skin off the fruit and saw that the word was inside. And so that is how the word came to be. Ja, es ist eine Entstehungsgeschichte der Welt sozusagen. Bevor es die Zeit gab, war da nur unendliches goldenes Licht. Und das Licht nannte sich Joba. Und Joba wollte mehr. Und... ach. Er hat was gemacht und dann ist eine Pflanze gewachsen. Und dann ist an dieser Pflanze eine Frucht gewachsen. Und in dieser Frucht war dann die Welt. Können wir es dabei belassen, ja. Ich glaube, viel genauer muss man das nicht wissen. Das ist, glaube ich, nichts Spielrelevantes. Wobei ja der Concerned Ape in einem Interview mal gesagt hat, dass die Spieler ein Geheimnis in dem Spiel anscheinend noch nicht gelüftet haben. Und es weiß kein Mensch, soweit ich weiß, was es damit auf sich hat. Es hat wohl noch keiner rausgefunden und er hat sich dazu auch danach ausgeschwiegen. Erika bockt... Nö. Die habe ich jetzt alle verkauft. Toll. Blöder Zauberer. Die habe ich jetzt echt alle verkauft. Und zuletzt habe ich, glaube ich, die... ja, die eingelegten Früchte verkauft. Die Marmelade. Oder was auch immer. Das heißt, die sind halt auch einfach nicht mehr da. Kann ich nicht wieder aus der Versandkiste rausholen. Na, wenigstens läuft der Elliot hier rum. Yay, neues Buch. Hey, du. Fell from my writing desk all morning. Ah, der hat zu lange an seinem Schreibtisch gesessen. Kann es sein, dass er Schriftsteller werden möchte? You might remember my birthday. Thank you. This is great. Ja. So bin ich. Blub. Na, ah, hier ist schon ganz schön wieder was gewachsen. Man merkt schon, wenn man da ein paar Tage nicht war. Glaube ich, sammelt sich das auch so ein bisschen. Da bräuchte ich jetzt Köder. So. Köder. Blub. Nein! Ach, Menno. So.
Jetzt. Ich glaube, die Muscheln verkaufe ich auch hier direkt beim Willy. Muss ich die nicht mit mir rumschleppen. Weil ich glaube, ich denke, ich gehe jetzt in die Mine. Nö. Ich will dir die nicht schenken. Ich will die verkaufen. So. Dankeschön. Dann schleiche ich mich mal geschwind. Auf in die Mine. Ja, gut, so rum. Das ist, glaube ich, relativ egal. Der Weg gleich lang. Zwei Schritte hin oder her. Level 100 schon? Wow. Oh. Okay, das heißt, dieses Areal muss ich erst von Monstern befreien, damit ich weiterkomme. Das ist okay. Damit kann ich ganz gut leben. Autsch. Ja, mal schauen, ob ich wirklich damit leben kann. Ob ich schaffe, mich töten zu lassen. Mensch. Ah, den großen Stein nehme ich jetzt sogar mit. Ich habe ja doch einiges an Stein eingebüßt. Gib mir eine Treppe. Ach, Menno. Nee, hier ist nichts. Schleim vielleicht eine Treppe für mich? Nein? Dann nicht. Darf ich mal wieder suchen? Was ist hier los? Gar kein Gegner? Aber eine fertige Treppe. Oder eine offene. Das nehme ich doch einfach mal so hin. Na. Gold nehme ich auch gern, wobei ich bräuchte auch fast wieder mehr Eisen. Und ich könnte was essen. Auch ein bisschen mehr. Ich glaube, die kann ich mir auch noch reinpfeifen. Na? Wenn ich den Ausgang bald finden würde, dann komme ich vielleicht sogar bis 110. Hast du eine Treppe für mich? Nein. Eieiei. Wartet, lass mich mal wohin gehen, wo ihr mir eine Leiter hinwerfen könnt. Tut er aber nicht. Ne? Kommt zu mir. Ja, jetzt geht das Gekloppe wieder los. Das wird nichts mit 110. Da müsste ich dann schon sehr viel Glück haben. Müsste das Glück jetzt schon anfangen. So. Große Steine nehme ich die nächste Zeit auf jeden Fall wieder mit.
Aua. Na, danke. Na. Wenn die Strähne anhält. Oh, was bist du? Ich glaube, dich hatten wir noch nicht. Du machst was Ekliges. Aber wenigstens hältst du nicht viel aus. Ich sollte mich vielleicht heilen. Gar nicht so die Energie, sondern, ja, Lebensenergie. So. Hier, sieh da. Ich hätte gerne eine Leiter. Haben sie sowas? Nee, haben sie nicht. Na komm. Bitte. Sag mal, mir fällt gerade auf, habe ich eigentlich jemals eine Diode bisher aufgemacht? Geode, nicht Diode. Ich glaube nicht. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Unter Umständen. So. Na, ich glaube nicht, dass das was wird. Und wenn, dann komme ich wieder ewig spät ins Bett und vergesse meine Viecher wieder in... den Stall zuzumachen. Aber höre ich auf? Nee. Ich mache natürlich wieder bis zum letzten bitteren Moment weiter. Ist hier vielleicht eine offene Leiter? Nein? Der lässt mir auch keine da. Nee, das wird nix. Nope. Na komm. Aua. Ja, das nehme ich wenigstens noch mit. So. Oh je. Wo war denn die Leiter nach oben? Die Treppe. Das ist echt immer blöd. Nee, es ist tatsächlich eine Leiter. Ach, egal. So. Na, vor 1 wird das wahrscheinlich nichts. Na, dann ist auch schon egal. Dann kann ich auch den Tierstall zumachen. Heute mache ich das mal wieder. So. Bitteschön. Und dann kann ich auch hier noch so. Was haben wir hier noch? Nix. Was, wo habe ich denn die hier? 18 bis 27? Nee. Nee. Nee, nee. Keinen normalen Feuerquarz. Tatsache. Und das war auch mein erster Aquamarin, oder wie?
Naja. Jetzt trotzdem husch ins Bett. So. Mining Level 6. Okay. Ich kann jetzt eine Bombe bauen. Ja. Heck gern mehr Geld. So, der nächste Geburtstag ist erst wieder am 11. Das heißt, heute kann ich, ja, vermutlich dasselbe nochmal machen in die Mine oder so. Wir werden sehen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.